Ortsapft ist zum 1. März. Damit ist der Biermärz 2023 eröffnet, dieses Mal in Helpfau Uttendorf im Braugasthof Fitztum. Uns ist ein großes Anliegen, nicht nur Bier und Kulinarik in den Vordergrund zu spielen, sondern auch Kunst und Kultur. Ohne Musik geht es natürlich nicht. Heute spielt auch Musik, das heißen Insects, Blasmusikkapelle, sind da aus der Gegend. Das gehört einfach dazu. Heute ist ja die Öffnung mitten im Entdeckerviertel, da in Uttendorf. Jede Brauerei sperrt seine Türen auf. Wir haben ja zum Beispiel am Sonntag heuer eine Brauereiführung, sonntags in die Brauerei genannt. Es gibt verschiedene Ausstellungen, unsere Wirte sind alle dabei. Ja, es wird, glaube ich, ein schöner und anstrengender und ja, humorvoller und genussreicher kulinarischer Monat. Der Braugasthof Fitztum liegt im Matticktal, inmitten vom Entdeckerviertel. Hier gibt es in insgesamt 20 Gemeinden viel zum Entdecken. Ich bin der Meinung, die beste Möglichkeit, die Region zu entdecken, ist tatsächlich mit dem Vorarl. Das entschleunigt, das passt gut zu unserer Region. Da kann man mal über die Grenzsumme fahren, da hat man viele Möglichkeiten, das zu sehen, gemütlich Radl fahren, weil wir ja nicht so eine starke Hügellandschaft haben, sondern eher etwas flacher, also wirklich gemütlich und viel Genuss mit der Einkehr in der Gastronomie, natürlich auch mit dem Bier und mit den kulinarischen Köstlichkeiten. Ein frisch gezapftes Elektrolytgetränk kann da gut tun. Vielleicht sogar am Stammtisch, so wie bis vor kurzem einer der ganz großen österreichischen Schauspieler. Der Karl Merkatz, der zu uns eigentlich regelmäßig gekommen ist, da er in der Nähe gewohnt hat, in Strasswalchen. Und er hat sogar einmal die Fastenbierpredigt gehalten. Das ist bei uns eine Veranstaltung, auch im Rahmen des Biermärz. Und da hat er zweimal sogar den Fastenprediger gespielt. Hier in der familieneigenen Brauerei Fitztum werden 10 unterschiedliche Biersorten gebraut. Gegründet im Jahr 1600 liegt der Schwerpunkt heute auf untergärigen Bieren. In der Fastenzeit ist aber der Weißdominator das Getränk der Stunde. Die Wirtsleute wissen, was man mit Bier auch kulinarisch alles zaubern kann. Wir starten mit einer kräftigen Rindsuppe mit Bierschöberl. Dann gibt es 4 verschiedene Hauptspeisen zur Auswahl, zum Beispiel ein Biergulasch oder eine Forelle in Bierteig. Der Biermärz in der Bierregion Innviertel, dort, wo das Bier einfach zum Leben dazugehört. 10 Brauereien, 3 Tourismusverbände und 28 Bierwirte laden im Monat März zu Kunst, Kultur, Bier und Kulinarik. So geht Genuss mit allen Sinnen, vor allem hier im Entdeckerviertel.